Zoff im Advent. Aus diesem Buch das siebte Türchen. Am nächsten Morgen kommt Tante Adela ganz ungewohnt spät zum Frühstück. Noch im Nachthemd, nur den Morgenmantel darüber. Das haben die Kinder noch nie erlebt. Sie starren die Tante an, als wäre sie ein Gespenst. Und Jojo muss laut herauslachen. Tante Adela greift sich mit beiden Händen an die Schläfen und sagt gequält: Mir zerspringt fast der Kopf und dieser Junge, oh nein. Ein Tässchen Kaffee, sei so gut, Hanna, bittet sie. Vielleicht hilft es meinem Kreislauf. Hoffentlich habe ich mir beim Einkaufen keine Grippe geholt. Du hast keine Grippe, behauptet die Oma entschieden. Nimm eine Kopfschmerztablette und leg dich ein Stündchen aufs Ohr, Dela. Hanna ist jetzt hier. Ich wollte allerdings nachher mit Bernard zur Beerdigung von Herrn Hänsel, sagt Mutter Hanna. Die Oma nickt. Gut so. Mach das nur. Das Mittagessen schaffe ich schon selber. Ich helfe dir dabei, mischt sich der Vater ein. Ich kann gut kochen, ehrlich. Tante Adela schüttelt so heftig den Kopf, dass Jojo herausplatzt. Vorsicht, Tante Adela, deine Kopfschmerzen. Tante Adela wirft ihn einen strafenden Blick zu und seufzt: Ich kann jetzt kein langes Palaver vertragen. Bitte, Hanna, bleib da und kümmere dich um Freddy und Mutter. Gerrit soll einkaufen gehen. Ich muss mich wirklich noch einmal hinlegen. Sie wankt hinaus. Sieben Augenpaare folgen ihr. Und jetzt, fragt Mutter Hanna, als Adela verschwunden ist. Jetzt rufe ich Frau Wendel an, sagt die Oma. Die ist eine Viertelstunde hier und du gehst mit Bernard zur Beerdigung. Das ist das Bild von Tante Adela mit Kopfschmerzen. Jojo und Nathalie stehen am Gartenzaun und schauen der Mutter und Bernard nach, die in Eile sind, weil sie noch einen Blumenstrauß für Herrn Hänsel besorgen wollen. Und was machen wir jetzt, fragt Nathalie. Statt einer Antwort fragt Jojo zurück: Warst du hier schon mal auf einer Beerdigung? Nathalie versteht sofort: Du meinst, wir sollten? Aber vielleicht ist es ja unheimlich bei einer Beerdigung. Und überhaupt, wo ist denn der Friedhof? Jojo ist stolz, dass er einmal mehr weiß als seine Schwester. Die Hauptstraße lang und am Ende links den Weg hoch durch das Wäldchen. Komm, los, wir gehen hin. Nathalie fasst an der Schlittenschuhe mit an und gemeinsam zerren sie den Schlitten über die salzmatschigen Schneeränder der Hauptstraße. Als sie den steilen Weg durch das Wäldchen hinaufsteigen, überholt sie zügig und mit leichten Schritten eine schlanke große Frau im Lodenmantel. Sie bleibt stehen und sagt: Grüß Gott, wollt ihr auch zum Friedhof? Kommt, ich helfe euch ziehen. Sie greift nach der Schlittenschnur und bald sind sie vor der hohen Fichtenhecke angekommen, die den Friedhof umgibt. Dort verstaut die Fremde den Schlitten im Heckendickicht und zeigt den Kindern einen kleinen Seiteneingang. Geht nur hinein, sagt sie leise. Ihr braucht keine Angst zu haben, ein Friedhof ist ein guter Ort. Gerade kommt auf dem Hauptweg der Trauerzug vorbei. Auf einem flachen Rollwägelchen ziehen schwarz gekleidete Männer den Sarg zum frisch ausgehobenen Grab. Dem Sarg folgen ein Kreuzträger und der Pfarrer. Hinter ihnen erkennen Jojo und Nathalie Frau Hänsel mit ihrer erwachsenen Tochter und einige Nachbarn. Danach kommen viele aus dem Dorf. Darunter sind auch Mutter und Bernard. In dem Sarg liegt Herr Hänsel, flüstert Jojo. Ja, nickt Nathalie ernsthaft. Jetzt ist er tot. Mama sagt, er ist bei Gott, sagt Jojo. Aber wie geht das? Psst, macht Nathalie, denn während die Männer den Sarg in das Grab hinablassen, ertönt die Stimme des Pfarrers. Die Kinder hören das dumpfe Gemurmel der Leute, die das Vaterunser beten. Unwillkürlich falten sie die Hände. Nun treten einzelne Männer und Frauen an das Grab und werfen eine Schaufel Erde hinunter. Dann drücken sie Frau Hänsel und ihrer Tochter die Hand und gehen langsam weg. Allmählich zerstreut sich die Trauergemeinde.
Schließlich stehen nur noch die Händelfrauen und die Mutter mit Bernard am Grab. Jojo und Nathalie sehen, dass Bernard etwas zur Mutter sagt. Sie dreht sich um und winkt ihnen zu. Sie will, dass wir herkommen, sagt Nathalie. Meinst du, sie ist böse? Aber niemand ist böse auf die Kinder. Frau Hänsel begrüßt sie und sagt, das ist aber lieb von euch, dass ihr Opa Hänsel auf seinem letzten Weg begleiten wolltet. Er hat sich jedes Jahr auf euren Besuch gefreut. Jojo und Nathalie dürfen in das Grab hinein hinabschauen und jedes eine kleine Schaufel Erde hinunterwerfen, wie vorher die großen. Dann sagt Frau Hänsel, wo ihr jetzt schon alle da seid, könnt ihr auch an das Grab von eurem Opa gehen. Der ist nämlich auch hier begraben. Sie hebt von den vielen Kränzen und Blumengebinden drei Sträuße auf und rückt jedem der Kinder einen in die Hand. Opa Hänsel hat sicher nichts dagegen, er hat immer gern geteilt. Wir bringen die Blumen jetzt zum Grab von eurem Opa. Unter all dem Schnee ist es gar nicht leicht, das Grab zu finden. Aber das geschmiedete Grabkreuz ragt heraus und die Kinder lesen darauf die Namen des Opas, seinen Geburtstag und seinen Sterbetag. Feierlich legen sie die Blumen auf den kleinen Schneehügel vor dem Kreuz. Sicher würde eure Oma im Sommer auch gerne das manchmal machen und das Grab besuchen, sagt Frau Hänsel. Mit ihren armen Beinen, fragt die Mutter, das schafft sie nicht mehr. Warum eigentlich nicht, fragt Frau Hänsel zurück. Mein Mann konnte sich in den letzten Wochen auch nur noch im Rollstuhl bewegen. Aber wo der überall damit dabei war, jetzt steht der Rollstuhl unnütz bei uns herum. Meinen Sie, Sie könnten uns den Rollstuhl? Die Mutter kann ihren Satz nicht fertig machen, denn sofort fallen die Kinder begeistert ein. Oh ja, Mama, wir schenken der Oma den Rollstuhl zu Weihnachten und wir schieben sie überall hin, wo sie will. Während sie langsam zwischen den Gräbern hindurchgehen, schmieden sie eifrig Pläne, wie sie die Oma überraschen wollen. Die Kinder sind so erfüllt von der Idee, dass die Mutter sie zurückhalten muss. Psst, psst, nicht so laut, sagt sie, wir sind hier auf einem Friedhof. Plötzlich bleibt Jojo stehen. Halt, wir müssen ja noch unseren Schlitten mitnehmen. Die große Frau hat ihn in der Hecke versteckt. Friedhofschlitten. Welche Frau? Fragt Bernard verwundert. Ihr seid doch ganz allein gekommen. Ich habe euch von Anfang an gesehen. Nein, nein, eine Frau in einem Lodenmantel hat uns hier geführt, beteuert nun auch Nathalie. Sie hat mit uns gesprochen. Komisch, auf einmal war sie weg. Bernard schüttelt den Kopf. Ihr seht wohl schon am helllichten Tag Gespenster. Na, Hauptsache, der Schlitten steht noch da. Und das ist er. Er steht in der Hecke neben dem Seiteneingang. Jojo und Nathalie schauen sich an, aber sie sagen nichts mehr.